Der Biss eines Pitbulls ist 2,5 Tonnen. Das muss man sich mal vorstellen. Also die haben ja so einen Kieferknochen, oder? Und der Kieferknochen ist so ungefähr so dick wie ein Finger. Und also so ein kleines winziges Knochenstück bei einem Pitbull, oder? Er trägt 3 Tonnen. Also ich könnte dann auf so einen kleinen Pitbull-Knochen könnte ich locker eine Mercedes G-Klasse raufstellen, ohne dass er zerbricht. Und die ganze Kraft ist dann auf den Zahnspitzen, meistens ja nur auf 2 oder 3. Also wenn du mal einen Zahn entfernen musst an einem Pitbull, dann müssen Eddie Hall und Haftor und noch 4, 5 andere solche Männer kommen mit der Zange, weil sonst ist es unmöglich, diesen Zahn zu extrahieren, weil er so unglaublich fest darin steckt. Die machen eine so extrem hohe Kraft, das sind einfach mega geile Zahlen, die müssen ja einfach stimmen. Ich meine, klar, zunächst einmal misst man Kraft in Tonnen und Kilogramm, okay, nicht etwa Newton, ja, wir sprechen auch nicht von Druck oder etwas, wie es beim Beißen üblich ist, wir sprechen einfach mal Kraft und wir benutzen dafür eine Einheit der Masse. Daran sehen wir, dass dieser Mensch extrem viel Ahnung von Wissenschaftlichkeit hat und einen hohen Anspruch an wissenschaftliche Korrektheit an den Tag legt. Natürlich ist es extrem glaubhaft, dass der mit diesen kleinen Knochenstrukturen, weil der Pitbull der besteht wahrscheinlich aus völlig anderem Material als andere Tiere. Ich meine, alle anderen, weißt du, so Tiere, wir haben einfach Knochen und Muskeln, ist halt Fleisch, kann man auch kochen und essen, wenn man will. Aber der hat irgendwie unglaubliche Alien-Technologie eingebaut in seinem Körper mit ganz anderen Eigenschaften, die physikalisch sind, völlig unbekannt in der Wissenschaft. Das ist ja unglaubliche Materialien, aus denen so ein Pitbull besteht. Das ist einfach so, wow. Und habt ihr auch schon gehört, wenn der zubeißt, kann der gar nicht mehr selbst den Mund öffnen. Ja, die haben da so eine Beißsperre und die haben auch doppelte Gelenke mit mehr Gelenken drin und 5-mal so viele Zähne. Und was haben die noch alles? Blutrausch, wenn denen mal Blut kommt, dann ist einfach so, wow, dann drehen die durch und was machen die noch so? Ja, also der Beste ist, dass sie den Mund nicht mehr selbst aufmachen können. Klingt sehr glaubhaft und logisch. Das klickt dann so ein, weißt du, die haben da so eingebaute so Kabelbinder im Kiefer. Die können auch nur 3-mal zubeißen, nachher kann man sie nicht mehr gebrauchen, muss man sie erneuern. In die Garage bringen, zum Mechaniker, bisschen revidieren und dann geht's wieder und dann beißen die wieder mit 2,5 Tonnen zu. Also wenn der Mund schließen würde, auch würde mit der Hebekraft einfach so eine G-Klasse hochheben. Das völlig klingt völlig realistisch, mein Freund. Du hast mich beinahe überzeugt. Wow, cool.